Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Halloween ist ja schon vorbei, aber wir haben trotzdem noch ein paar Leckerlis am Start, die sich die Nachbarkids nicht unter den Nagel gerissen haben. Genau, die hauen wir bei Unter dem Radar raus. Vorher gibt's das, worauf Game 1 Fans wahrscheinlich schon seit 2014 gewartet haben. Bayonetta 3! In Folge 300, damals auf MTV, hat Trant den zweiten Teil reviewed und zwar so. Da ist der Berg mit der Brücke, die zum Himmel führt. Ich bin hier. Der Doppeldecker hilft. Bitte stelle dich oben drauf. Na gut, aber seitdem ist ja viel Zeit vergangen. Trant ist erwachsen geworden. So einen Schwachsinn würde er heute nicht mehr machen, oder? Simon? Im Ernst? Zu Bayonetta 3 drängten sich im Vorfeld zwei Fragen auf. Die erste war, wird's gut werden? Denn der Track Record des Studios Platinum Games besteht nicht nur aus Hits wie die ersten beiden Bayonetta-Games, Astral Chain oder Nier Automata, sondern auch aus einer Menge Rohrkrepierern. Gemeint sind damit Anarchy Reigns, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan und natürlich der größte Fail der jüngeren Videospielgeschichte, Babylon's Fall. Uneingeschränktes Vertrauen konnte man dem Studio also nicht mehr entgegenbringen. Und die zweite Frage, die man sich stellen konnte, war, wie bescheuert wird Bayonetta 3? Denn schließlich waren schon die ersten beiden Bayonettas dermaßen mit absurden Blödsinn vollgestopft, dass man sich eine Steigerung kaum mehr vorstellen kann. Nun, lasst uns die zweite Frage als erstes beantworten. Bayonetta, Lachs mit Kresse. Wackelpeter, Aliens. Bullenprügel, die Katze mit der Disco-Fresse. Bring dich mit ihrem Hochrad zu einem Hügel. Von hier aus geht's nach Tokio. Die Verkehrsführung, komplettes Fiasko. Fallen, lutschen, Panzer tot. Große Dame bringt die Scheiße wieder ins Lot. Bayonetta, spiel den Blätter, Schmetterling macht aus Gewitter. Kollegin John lässt sich nicht stressen. Nimmt als Tausendfüßler ein kühles Bad. Im alten China währenddessen macht die Lokomotive Fleischsalat. Kairo ist eine Tür verschlossen, doch der Froschkönig führt dich hinaus. Und zu Haus bei den Franzosen verteidigt sich eine Turmuhr gegen deine Fledermaus. Bayonetta, ich entfalle, schreddert Monster aus Lamenta. Bayonetta, Weltenretter, schreckt den Zenf ohne Rollbretter. Alles klar, Leute, kommt mit, das war's! Schön. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Und die Antwort auf die erste Frage müssen wir uns auch nicht bis zum Schluss aufheben. Sie lautet sehr gut. Doch natürlich wollen wir es dabei nicht belassen. Ihr seid hier, um Details zu erfahren. Und die bequatschen wir jetzt. In Teil 3 kriegt's unsere Lieblingshexe mit einer Invasion von Aliens zu tun, die zunächst nur eine ganze Stadt zerballern. Bald lernen wir aber, dass diese, unsere Welt, nicht die einzige ist, die gerade die Fresse poliert kriegt. Nein, sie ist Teil eines Multiversums und alle anderen Welten dieses Multiversums werden ebenfalls angegriffen. Hinter diesen Angriffen steht ein Wesen namens Singularity, welches das Multiversum auf eine einzige, offensichtlich sehr schlimme Realität zusammendampfen will. Und um das zu verhindern, muss Bayonetta nun durch all die anderen Dimensionen hüpfen und Singularities Wackelpeter-Armee den Arsch versohlen. Der Spielablauf besteht zum größten Teil aus der Erkundung relativ linearer Levels, so lange bis ihr in eine Prügelei stolpert. Sogenannte Verse. Wie gehabt dürft ihr aus einem stetig wachsenden Waffenarsenal zwei Waffen ausrüsten, zwischen ihnen wechseln und damit endlos kreative Kombos vom Stapel lassen. Ebenfalls bekannt und essentiell wichtig ist die Hexenzeit. Eine Zeitlupe, die durch perfektes Ausweichen aktiviert wird. Neu sind die beiden Fähigkeiten Demon Slavery und Demon Masquerade. Erstere erlaubt euch, ein riesiges Monster für euch kämpfen zu lassen, solange wie eure Zauberenergie reicht. Und dank der Demon Masquerade kann sich Bayonetta in eine Dämonenform verwandeln, die mit der jeweils aktivierten Waffe verknüpft ist. Im Kampf bescheren euch diese Dämonenform lediglich zusätzliche Angriffe. Doch außerhalb von Kämpfen zeigt sich, dass ihr dadurch auch unterschiedliche Fortbewegungsmethoden erhaltet. Nutzt ihr den G-Prügel, werdet ihr zu einer kleinen Gomorra-Bestie mit extra weitem Boost-Sprung. Die Jojos verwandeln euch in eine Spinne, die sowohl über Lava als auch an Wänden entlangkrabbelt. Und die Tartarus-Schlagwaffe lässt euch zur Marionette werden, die eine Zeit lang schweben kann. Wenn man so möchte, gibt es noch ein drittes neues Feature, nämlich der spielbare Charakter Viola.
Ein katana-schwingendes Punk-Girl aus einer der zerstörten Parallelwelten, das sich nun Bayonetta anschließt, um Rache zu üben. Soll heißen, einige Kapitel der Story sind für Viola reserviert. What? Me? By myself? An sich ist das erstmal ganz cool, aber was genau man davon halten kann, besprechen wir später. Zunächst müssen wir erstmal über die ganzen anderen Spielideen sprechen, die euch Bayonetta 3 an die Birne knallt. Denn die sind so zahlreich und originell, dass einem der Hut wegfliegt. Wir unterteilen sie mal in obligatorische Szenen, die im Verlauf der Story bewältigt werden müssen, und in optionalen Kladderadatsch. Zu den obligatorischen Szenen zählen unter anderem Fluchtpassagen auf einem großen Gomorra, der durch einstürzende Neubauten surft, Rail-Shooter-Sequenzen auf einem Dämonenzug, der durchs alte China rauscht, Bosskämpfe mit Godzilla-großen Todesbiestern im Stile eines klassischen Fighting-Games, kreative Knobelpassagen, die ihr mit Hilfe eurer Demon-Slavery-Fähigkeit bewältigen müsst, oder auch Nebenkapitel mit Bayonettas Hexenfreundin Jeanne, welche auf dem Videospielklassiker Mission Elevator basieren. Und mit optionalem Kladderadatsch meinen wir Geheimnisse und Spezialherausforderungen, um die ihr euch zwar nicht kümmern müsst, die sich aber durchaus lohnen können, denn meist springt dabei irgendein Klimbim heraus, der euch stärker macht. Innerhalb der meisten Kapitel gilt es, jeweils einen Frosch, eine Katze und eine Krähe zu finden und einzufangen. Oft stoßt ihr auch auf geheime Plattformrätsel, die eure Hüpfskills testen. Oder ihr findet diese Zeitmanipulationsdinger, mit denen ihr die Umgebung so ändert, damit ihr in Kindergestalt ein vorgegebenes Ziel erreichen könnt. Als besonders fies würden wir diese violetten Portale bezeichnen, denn dahinter warten anspruchsvolle Prügelprüfungen mit Sonderregeln. Und dann sind da noch die separat anwählbaren Phantom-Überrest-Levels, in denen ihr unter Zeitdruck 5 Klotzdinger sammeln und einen Boss killen müsst. Kurzum, es steckt super viel Abwechslung und Zusatzkrempel in diesem Spiel. Und dabei haben wir nicht mal alles aufgezählt. Natürlich kann es auch sein, dass ihr bei einigen Punkten dieser Aufzählung leicht das Gesicht verzieht. Nicht jeder mag so einen Mix aus Spielmechaniken. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass allein die schiere Menge an Ideen euch ein Grinsen ins Gesicht zimmern wird. Der Ritt, der euch hier geboten wird, ist einfach zu wild, um sich darüber beschweren zu können. Ein paar Kritikpunkte gibt's natürlich auch. Doch die solltet ihr nicht in Schwarz und Weiß, sondern eher in Graustufen betrachten. Denn ob sie zutreffen, ist von individuellen Faktoren abhängig wie eurem Geschmack, eurem Skill-Level oder eurer Kompromissbereitschaft. Die Grafik ist so ein Punkt. Einerseits halten wir es für eine technische Meisterleistung, dass Platinum Games weitgehend eine Bildrate von bis zu 60 Bilder pro Sekunde aus der Switch quetscht. Und das bei all der Action. Das sorgt für einen flüssigen Bildeindruck und super Spielbarkeit. Andererseits mussten dafür auch viele grafische Kompromisse gemacht werden. Die Technikverhandlungen zwischen Platinum Games und der ollen Switch waren wahrscheinlich kein Zuckerschlecken. So, ihr wollt also 60 FPS von mir haben, ja? Deswegen sind wir hier. Das wird teuer für euch, wisst ihr, oder? Klar. Wir sind keine Anfänger. Na, dann lasst mal hören. Worauf wollt ihr verzichten? Wir pfeifen auf detaillierte Welten, nutzen nur Wischiwaschi-Texturen und die dynamische Beleuchtung lassen wir auch fast komplett weg. Reicht nicht. Was habt ihr noch? Wir könnten auch das Level of Detail von unwichtigen Objekten runterschrauben. Aha. Und die höchste Detailstufe? In welcher Entfernung zur Kamera soll ich die anzeigen? Wir dachten so an 100 Meter. Ich gebe euch 30. Sollte klar gehen. Klar geht das klar. Das war keine Frage, das war eine Ansage. Also haben wir einen Deal? Nicht so schnell, Kleiner. Was hast denn da in deiner Jackentasche? Gar nichts. Wollt ihr die 60 FPS oder nicht? Das sind nur Transparenzeffekte. Bruno, Fass. Echt jetzt? Wir dürfen keine Transparenzeffekte nutzen? Mir doch egal. Benutzt halt Dithering. Jetzt haben wir einen Deal. Bruno, bring die beiden zur Tür. Wir finden selbst raus. Als Dithering wird im Grafikbereich ein Rasterverfahren bezeichnet, mit dem sich leistungseffizient Transparenz faken lässt. Und dieses hässliche Rastermuster seht ihr quasi ständig. Eben überall da, wo etwas durchsichtig erscheinen soll oder weich ein- und ausgeblendet werden muss. Mit Level of Detail sind unterschiedliche Detailstufen eines Objekts gemeint, die abhängig von der Entfernung zur Kamera angezeigt werden. Bei Bayonetta 3 kriegt ihr die höchste Detailstufe manchmal erst kurz vor eurer Nase gezeigt. Einige Objekte haben nicht mal eine geringere Detailstufe, weshalb sie ab ein paar Metern Distanz komplett wegploppen. Und dass die Umgebungen ziemlich schmucklos, grobschlächtig und platt ausgeleuchtet daherkommen, ist euch bisher sicher auch schon aufgefallen. Teilweise fühlt man sich echt in die frühen 2000er zurückversetzt. Also es ist echt, die Grafik ist der totale Burner, ja. Nächster Punkt, Demon Slavery.
Grundsätzlich macht es schon Bock, fette Monster aufs Feld zu rufen und die für sich kloppen zu lassen. Aber erstens passiert es nicht selten, dass die Kamera in diesen Szenen überfordert ist und nur noch Grafikmüll einfängt. Und zweitens fühlt es sich manchmal faul an, diese Funktion zu nutzen. Anstatt an eurer Kampftechnik zu feilen, wenn ihr zu viele Backpfeifen kassiert, schickt ihr einfach den großen Beschützer vor. Ist vielleicht eine Typfrage, ob man das befriedigend findet. Dann hätten wir da noch Viola, die in manchen Kapiteln zum Einsatz kommt. Sie hat coole Moves, keine Frage. Doch im Vergleich zu Bayonetta fühlt sie sich eingeschränkt an. Die Hexenzeit wird bei ihr nämlich nicht durch Ausweichen, sondern durch perfekte Blocks aktiviert, was ein viel präziseres Timing erfordert und deswegen gerne mal in die Hose geht. Und zudem hat ihr Katana eine viel geringere Reichweite als alles, womit Bayonetta so um sich schlägt. Beides in Kombination führt dazu, dass ihr öfter getroffen werdet, öfter ins Leere schlagt und manchmal sogar den Gegnern hinterherrennen müsst. Sicher werden besonders fähige Leute mit Viola ihren Spaß haben können, der Rest wird sie aber als krampfig empfinden. Und zum Abschluss stellen wir nochmal die Frage in den Raum, ob Bayonetta eine kleine Persönlichkeitsanpassung vertragen könnte. Nicht falsch verstehen, ihre übertriebene Sexiness und ihre arrogante Coolness gepaart mit Schlafzimmerblick und kokettem Lächeln, das gehört seit jeher zu dieser Figur dazu und die Ausrichtung kann man ja lassen. Aber manche Szenen... schmecken halt wie eine Schüssel Cringy Nut. Na gut, ihr seht, Bayonetta 3 hat schon ein paar Ecken und Kanten und trifft vielleicht nicht alle Geschmäcker. Aber es ist dennoch ein wahnsinnig gutes Actionspiel geworden. Und mit seinem Ideenreichtum und seiner Originalität ist es angesichts einer gefühlten, stetig wachsenden Gleichförmigkeit im Segment der AAA-Spiele wie eine frische Frühlingsbrise. Moin Moin und hallo, ich bin's, euer Krogi mit den krassesten News aus der letzten Woche. Und los geht's, wie sollte es auch anders sein, mit einem Shitstorm. Den hat der Streaming-Anbieter Netflix abbekommen. Henry Cavill legt nämlich nach der kommenden dritten Staffel sein Hexerschwert nieder und übergibt es an Liam Hemsworth, der dann in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen wird. Nachdem Fans der Witcher-Bücher und Spiele anfangs auch Henry Cavill gegenüber skeptisch waren, bewies der sich aber als waschechter Fan und setzte sich dafür ein, dass die Bücher so originalgetreu wie möglich umgesetzt werden. Dass ausgerechnet Cavill jetzt sein Amt als Monsterschlechter und damit seinen laut ihm wahr gewordenen Traum hinter sich lässt, schockierte viele Fans zutiefst. Neben vielen bestürzten Nachrichten äußerten einige auch Bedenken, dass Hemsworth nicht zur Rolle passen würde oder gaben direkt bekannt, dass sie die Serie nach der dritten Staffel ignorieren würden. Warum Henry Cavill sich von der Netflix-Serie verabschiedet, ist noch nicht bekannt. Spekulationen und Gerüchte kursieren aber natürlich schon seit der Bekanntgabe im Netz. So glauben einige, dass die Autorinnen und Autoren der Serie die Buchvorlage nicht schätzen und deswegen planen, viele tiefgreifende Änderungen vorzunehmen, mit denen sich Cavill als bekennender Witcher-Fan nicht zufrieden geben konnte. Andere sind eher der Meinung, es läge an anderen Rollen angeboten. So darf er zum Beispiel ein weiteres Mal in den Heldenanzug von Superman schlüpfen. Was denkt ihr zu dem Thema? Meint ihr, Liam wird ein guter Witcher? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Hier geht's jetzt weiter mit Modern Warfare 2. Der Ego-Shooter aus der Call of Duty-Reihe liefert schon jetzt rekordverdächtige Zahlen. Und das nicht nur im Positiven. Die schlechte Nachricht zuerst. Kein Call of Duty-Launch der letzten Jahre war so von technischen Problemen gespickt wie Modern Warfare 2. Von ruckelnden Menüs über Verbindungsfehler bis hin zu Abstürzen war alles dabei und sorgte für 45% empörte User-Rezensionen auf Steam. Und obwohl die Entwickler am Release-Wochenende fleißig an kleinen Fixes und Patches arbeiteten, konnten die größten Probleme nicht gelöst werden. Wie der Endgegner namens Nvidia-Treiber 526.47. Wer den zuvor installiert hatte, konnte an ein flüssiges Gameplay gar nicht denken. Trotzdem erzielte das Spiel laut Blizzard innerhalb der ersten drei Tage nach Launch einen stolzen Umsatz von 800 Millionen US-Dollar und schreibt somit den erfolgreichsten Start in den Geschichtsbüchern der Call of Duty-Reihe. Bei Modern Warfare 2 trifft also ganz offenbar großes Interesse auf ein unfertiges Spiel. Mit hoffentlich genauso viel Interesse und ganz ohne Ruckeln geht's hier jetzt weiter mit den kompakten News im Ticker. Oh no, Ma! Die Embracer Group schließt das Entwicklerstudio Onoma. Die ca. 200 Mitarbeitenden waren vor allem für MOBA-Games wie zum Beispiel Hitman Go oder Tomb Raider Go verantwortlich. Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier möchte sich die Embracer Group ausschließlich auf PC- und Konsolenspiele fokussieren und hat deshalb die Schließung des Studios veranlasst. EA WM. Ab dem 9. November könnt ihr in FIFA 23 die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft nachspielen. Das WM-Update und damit alle neuen Spielmodi und Teams sind kostenlos. Enttäuscht werden nur die Switch-Besitzerinnen und Besitzer, die leider wieder leer ausgehen. Noch mehr EA!
Gleich drei neue Marvel-Spiele sollen sich laut eigenen Angaben von EA aktuell in Entwicklung befinden. Während man bei zwei davon nur raten kann, worum es sich dabei handelt, ist beim dritten bereits bekannt, dass es sich um Iron Man drehen wird. PS Plus – Abos Minus. Das Abo-Modell PlayStation Plus verliert nur Monate nach dem Relaunch fast 2 Millionen Abonnenten. Grund dafür könnte das komplexe, dreistufige Preismodell sein. Trotzdem konnte das Unternehmen laut Finanzbericht seinen Jahresumsatz um 10% steigern. All parents can relate. So nennt PlayStation ihre neue God of War Ragnarök-Werbung. In der sitzen große Namen wie Ben Stiller, John Travolta und LeBron James mit ihren Kindern in einer kleinen Runde, um ihre Eltern-Kind-Beziehung zu verbessern. Ronnie, what's going on, man? You're a little quiet today. Anything to add? No. Schon mal von der Polaris, Hamburgs neuer Gaming- und Japan-Messe, gehört? Falls ja, dann wart ihr bestimmt vergangenes Wochenende vor Ort. Und falls nicht, hat Basti jetzt ein paar Eindrücke für euch. Bitte. Mit der Polaris hatte nun auch Hamburg seine eigene kleine Gamescom. Allerdings sieht sich die Messe mehr als Community-Convention, womit der Fokus weniger auf Videospielen lag. Vielmehr gab es also Cosplay-Treffen, einen Asien- und Japan-Bereich mit Bühnen und vielen Ständen zum Shoppen, E-Sports-Turniere mit Spielen wie Rocket League oder Super Smash Bros. Und Meet-and-Greets mit zahlreichen Streamern und Influencern. Aber natürlich auch Games. Was es hier auf der Polaris auf jeden Fall auch gibt, ist so Bühnenprogramm, ja. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen Livestreaming-Action und gerade wird Mario plus Rabbids gespielt. Hatten wir natürlich schon längst in der Sendung. Und dieser Trend setzte sich fort. So konnte man hauptsächlich von Ausstellern wie Ubisoft oder Nintendo bereits erschienene Titel wie Splatoon 3 oder Return to Monkey Island anzocken. Zu unserer und vor allem meiner Freude gab es aber auch eine Handvoll angekündigte Indie-Titel. Darunter Spiele wie das Adventure Fall of Porcupine oder auch den von Hollow Knight inspirierten 2D-Puzzle-Plattformer Light of Atlantis. Es geht darum, dass man in Atlantis ist und es ist irgendwie verlassen und voller Monster und man versucht herauszufinden, was überhaupt passiert ist. Und es spielt so ein bisschen damit, dass man an Land und unter Wasser unterschiedliche Möglichkeiten hat und damit versucht, Puzzles zu lösen und versucht, die Welt weiter zu erkunden. Außerdem gab es noch einen Retro-Bereich, wo man nicht nur zahlreiche Retro-Games spielen, sondern direkt noch nach dem ein oder anderen Schatz stöbern konnte. Was man auf jeden Fall erklärend sagen sollte, ist, dass wir hier gerade am ersten Messetag sind, am Freitag, und es ist 14.45 Uhr, vielleicht noch ein bisschen früh. Ich glaube, im Laufe des Wochenendes wird sich das noch ein bisschen mehr füllen als jetzt gerade hier. Gehe ich fest von aus. Hoffentlich. Und da sollte ich recht behalten, denn über das gesamte Wochenende vermeldete die Messe über 10.000 Gäste sowie über 1 Million Zuschauende über den eigenen Livestream. Auch wenn die Polaris mit solchen Zahlen noch deutlich hinter der Gamescom liegt, die in diesem Jahr über 265.000 Fans anlockte, wird sie von den Veranstaltern als klarer Erfolg verbucht. So klar, dass sie auch nächstes Jahr wieder im Herbst in Hamburg stattfinden wird. Also, Messebasti, Zeit fürs Fazit. Die Messe hat auf jeden Fall Potenzial. Ich hoffe, dass es das im nächsten Jahr einfach nochmal geben wird und dann vielleicht auch nochmal mit ein paar mehr neuen, spannenden Spielen. Das würde ich mir wünschen, weil dann wäre es natürlich für uns auch nochmal eine Ecke interessanter. Aber Polaris kann man machen. Weil es nicht so voll ist, ich weiß nicht, was ich denke. Es ist ein bisschen verblüffender. Es ist ein bisschen, was die Leute sind, die haben so einen Stock gemacht. Danke, Basti. Ich freue mich schon auf die Messe im nächsten Jahr. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit. Wir sehen uns erstmal nächste Woche wieder bei den News. Bis dahin, euer Krogi. Ach, unter dem Radar, Ja. Wenn wir diese tolle Rubrik nicht hätten, dann müsste die Sendung bestimmt 30 Minuten länger laufen. Oh, hör mir auf, ja. Und dann viel mehr Gags und Reviews und all der und Moderation. Nee, das will niemand. Da können wir froh sein, dass es unter dem Radar gibt. Okay, schnell, fahr das Intro ab. Fahr das Intro ab! Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen was in die Hose gemacht. Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spülschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar! Die vergangenen Wochen und Monate haben eindrucksvoll bewiesen, dass ein klangvoller Name mit fettem AAA-Budget im Nacken noch lange kein Grund ist, ein Spiel blind in seine Bibliothek aufzunehmen. Und weil die kleineren Spiele auch ganz fein sein können, haben wir mal wieder eine erlesene Auswahl kleiner Perlen für euch zusammengestellt. Wir beginnen mit The Captain. Das ist ein Point-and-Click-Adventure in aufgehübschtem Pixelgewand, das euch in die Weiten des Weltalls katapultiert. Worum geht's, fragt ihr euch? Im Jahr 3383 hat die Menschheit als sogenannte Space Fleet erfolgreich neue Planeten erschlossen. Einer feindlichen Organisation mit dem Namen Union gefällt die Ausbreitung der Menschheit im Universum aber gar nicht, weshalb sie zu radikalen Mitteln greift.
Mit dem sogenannten Sonnenblaster schickt sie eine Waffe auf den Weg zur Erde, die die Bewohner unseres blauen Planeten zu Feinstaub verwandeln soll. Für den Weg dahin braucht die Apparatur ca. 700 Tage und genau hier kommen wir ins Spiel. Als Captain Thomas Walmoo ist es natürlich unsere Aufgabe, den finsteren Plan zu verhindern. Weil wir uns gerade aber um die 400 Tage von der Erde entfernt befinden und uns auf dem Weg zur Erde einige Probleme begegnen, beginnt eine Art Wettrennen mit dem Sonnenblaster. Was sich im ersten Moment wie eine ernste Weltraumoper anhört, ist viel mehr als das. Beispielsweise lockern die Charaktere das Abenteuer immer wieder mit witzigen Dialogen auf. Eure Besatzung besteht nämlich aus einem kleinen Droiden namens Jeff, einer hilfsbereiten Schiffs-KI und einer etwas eigensinnigen KI dieses Shuttles hier. Starke Hell-Vibes in Anlehnung an Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum sind hier wohl kein Zufall. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Wir haben ja schon angesprochen, dass auf eurer mehr als einjährigen Reise zur Erde allerhand Unvorhergesehenes passiert. Zum Beispiel trefft ihr auf Weltraumpiraten, verschwundene Zivilisationen, den ominösen General Evilton und vieles mehr. All diese Begegnungen kosten, genau wie Reparaturen am Schiff, natürlich Zeit, weshalb beim Spielen immer wieder das Gefühl von Dringlichkeit entsteht. Es kann auch zum Kampf kommen, die rundenbasierten Gefechte sind aber nicht der Kern des Abenteuers. Laut Ladebildschirm soll man das Spiel sogar beenden können, ohne auch nur einmal gekämpft zu haben. Das Herzstück des Point-and-Click-Adventures ist die Story und die hat uns vor allem aus einem Grund sehr gut gefallen. Durch eure Entscheidungen beeinflusst ihr den Ausgang eurer Begegnungen, manchmal sogar das der gesamten Galaxie. Weil es für jede Begegnung überraschend vielfältige Enden gibt, kann man förmlich spüren, wie man beim Spielen seine eigene Geschichte schreibt. Helft ihr der Mafia? Solltet ihr auf das Notsignal reagieren? Egal was ihr tut, die Uhr tickt. Die Uhr tickt auch in unserem nächsten Spiel, Domekeeper. In dem landet ihr als Bergbauastronaut mit einer Kuppel auf einem fremden Planeten, um nach wertvollen Ressourcen zu buddeln. Mehr Story gibt's nicht. Im Fokus des Spiels steht also nicht die Geschichte, sondern der Gameplay-Loop, der sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt. Loslaufen bzw. fliegen, buddeln, Ressourcen finden und die dann im Schlepptau in Sicherheit bringen. Was das mit einer tickenden Uhr zu tun hat? Naja, alle paar Minuten greifen fiese Alien-Monster euren titelgebenden Dome an. Und wenn ihr euch gerade auf Schürftour befindet, müsst ihr schon ordentlich Gas geben, um eure Basis zu retten. Gott sei Dank stehen euch verschiedene Verteidigungsmechanismen zur Verfügung, um euch gegen die im Spielverlauf immer krasseren Alien-Angriffe zu wehren. Weiterhin könnt ihr die gewonnenen Ressourcen in eure Abwehr investieren, beispielsweise zusätzliche Defensivtürme anbringen, die Schilde verbessern oder einen Elektroschocker an der Kuppel installieren. Zwar ging das Feuern mit dem Lasso-Schwert unserer Meinung nach nicht wirklich intuitiv von der Hand, alles in allem sind die Gefechte aber eine spannende Abwechslung zum Bohren unter Tage. Das soll aber nicht bedeuten, dass das Bohren öde ist. Im Gegenteil, genau wie eure Kuppel könnt ihr auch euren Arbeiter upgraden und ihn schneller fliegen, bohren oder mehr tragen lassen. Außerdem trefft ihr in euren Bohr-Sessions immer wieder auf hilfreiche Gadgets wie beispielsweise einen Teleporter, Sprengladungen oder den knuffigen Dino Bohrbert, der sich für euch durch das Erdreich wühlt. Als abgeschlossen gilt ein Run übrigens, wenn ihr in den Tiefen des Planeten ein Artefakt findet, es aktiviert und an die Oberfläche bringt. Als Belohnung dafür winken Modifikatoren, mit denen ihr die nächsten Durchläufe im Menü nach euren Vorstellungen gestalten könnt, zum Beispiel indem ihr die Form der Kuppel anpasst. Mit jedem abgeschlossenen Level schaltet ihr weiterhin zusätzliche Werkzeuge frei. Was gibt's also abschließend zu sagen? Domekeepers Spielprinzip mag simpel sein, die Möglichkeit, die Runs selbst zu gestalten, gibt dem Spiel aber doch einiges an, Achtung, Wortwitz, Tiefe. Und deswegen gibt's von uns eine Empfehlung. Weiter geht es mit einem Liebesbrief an das Survival-Horror-Genre, Signalis vom Hamburger Entwicklerstudio Rose Engine. In dem erwacht ihr als humanoider Androide mit dem Namen Elster in einer Kryokammer. Während zu Beginn des Spiels noch vollkommen unklar ist, was genau sich vor Elsters Erwachen zugetragen hat, stellt sich wenig später heraus, dass sie mit einem Raumschiff auf einem eisigen Planeten abgestürzt ist. Und auf dem befindet sie sich nicht nur auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, sondern auch nach ihrer verschollenen Partnerin. Diese Ausgangslage ist der Startpunkt für ein Sci-Fi-Horror-Abenteuer, das seine Geschichte nicht von Anfang an verständlich erzählt. Immer wieder gibt es kleine Rückblenden, in denen die Grenze zwischen Traum und Realität zu verschwimmen scheint. Genau diese Erzählweise und die Möglichkeit, das Geschehene zu interpretieren, macht aber einen großen Reiz des Spiels aus und hat uns wirklich gut gefallen. Rein spielerisch handelt es sich bei Signalis um einen Survival-Horror-Titel, den ihr zu großen Teilen aus der Vogelperspektive erlebt. Manchmal wechselt die Sicht in eine detaillierte Ego-Perspektive, die euch tiefer in die Welt eintauchen lässt. In der Regel erkundet ihr die Basis, schleicht euch an infizierten Wachen vorbei oder geht in den Kampf. Der haut zwar nicht richtig rein, funktioniert aber wie er soll.
Dafür gibt es eine Vielzahl interessanter Rätsel. Zum Beispiel gilt es, Codes mit Hilfe eines Radiomoduls zu knacken, Gegenstände zu kombinieren oder Schlüssel und Safes mit merkwürdigen Symbolen zu finden. Vor allem an letzteren spürt man dann auch, dass sich die Macher von großen Namen wie Resident Evil oder Silent Hill haben inspirieren lassen. Das Inventarsystem mit lediglich 6 Slots, Safe Rooms und eine Kiste, in der ihr überschüssige Items verstauen könnt, passen da hervorragend ins Bild. Während die Begrenzung des Inventars spielerisch durchaus nerven kann, finden wir den Look durchweg gelungen. Der Mix aus Anime und Sci-Fi-Horror ergibt einfach eine verdammt stimmungsvolle Mischung. Wer Lust auf eine dichte Atmosphäre hat und sich mit allen Vor- und Nachteilen klassischer Survival-Horror-Gameplay-Mechaniken arrangieren kann, sollte die unterirdische Basis von Signalis im Auge behalten. 2D Souls-Likes mit Metroidvania-Einschlag gibt es mittlerweile zuhauf. Genau deswegen ist es umso erfreulicher, wenn ein Spiel es schafft, aus der Masse herauszustechen und uns zu überraschen. Moonscars ist genau das gelungen. In einer Welt, in der ein Schöpfer aus Leben Kreaturen erschaffen hat, die alles ins Chaos gestürzt haben, übernehmt ihr die Rolle von Irma. Die befindet sich auf der Suche nach genau diesem Schöpfer, weil sie von Gedächtnisverlust geplagt herausfinden will, was mit ihr passiert ist. Überrascht waren wir von den philosophischen Fragen, die das Spiel aufwirft. Zum Beispiel, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Aber kommen wir zum Gameplay. Hier ist als erstes zu sagen, wer eine niedrige Frustrationstoleranz hat, könnte mit dem Spiel so seine Probleme bekommen. Während ihr euch durch die finsteren Areale kämpft, werdet ihr nämlich ein ums andere Mal ins virtuelle Gras beißen. Dann habt ihr genretypisch einmalig die Chance, eure Überreste aufzusammeln, um euren Knochenstaub zurückzuerlangen, den ihr unter anderem braucht, um, ihr habt's bereits vermutet, eure Spielfigur zu verbessern. Wer ausreichend Gegner zurück zum Schöpfer prügelt, füllt seine Bosheitsleiste. Ist die voll, dürft ihr einen Bonus wählen, der euch bis zum nächsten Tod erhalten bleibt. Zum Beispiel eine sofortige Heilung oder mehr kritischen Schaden. Und diese Boni könnt ihr auch gut brauchen. Mit jedem Ableben färbt sich der Mond nämlich blutrot und das bedeutet, dass das Spiel schwerer wird. Ihr teilt weniger Schaden aus und die Gesundheit eurer Feinde erhöht sich. Zwar könnt ihr den Mond auch wieder weiß färben, dann verliert ihr aber alle erspielten Boni. Ganz schön gemein. Alles in allem ist Moonscars also ein knallhartes 2D Souls-like, das mit einem schicken Look und coolen Bossfights punkten kann. Wegen dem etwas unpräzisen Parieren in den Kämpfen und dem hohen Schwierigkeitsgrad ist das Spiel zwar immersiv, aber auch alles andere als perfekt. Wem die Frage danach, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, noch nicht tiefgründig genug ist, sollte mit Scorn auf seine Kosten kommen oder aber komplett überfordert werden. Dieses Spiel wurde definitiv nicht für den Geschmack der breiten Masse entwickelt. Bewertungen, die Scorn in den Himmel loben oder als überladenen Quatsch verschreien, bestätigen das. Aber wir haben uns natürlich unser eigenes Bild verschafft. Wir erwachen aus einem tiefen Schlaf, fest mit dem Boden verwurzelt. Während wir nach vorne robben, erblickt unser Charakter in einer wechselnden Vision einen Turm und einen von Parasiten befallenen Raum. Dann fallen wir in die Tiefe. So weit, so symbolisch, so gut. Vom Sturz erholt stehen wir vor einer verschlossenen Tür. Unser erster Hinweis ist ein weißer Kreis, der uns zu verstehen gibt, dass wir mit der Tür interagieren können. Außer dieser weißen Kreise gibt es aber keine weitere Unterstützung. Keine Map, keine Questmarker, keine Dialoge. Ihr seid in einer befremdlichen Welt, die ganz nebenbei ziemlich schick ist, auf euch allein gestellt. Die fleischigen, technologisierten Räume sind vom Schweizer Künstler H.R. Giger inspiriert, der mittlerweile so ziemlich jedem Videospiel- und Filmgeek ein Begriff sein dürfte. Aber wie kann es sein, dass ein Spiel die Spielerschaft so sehr polarisiert? Die gleich aussehenden Gänge können einige an ihrer Orientierung zweifeln lassen. Andere reizt es, sich in einer Welt zu verlieren, die mehr Fragen als Antworten liefert. Es gibt zwar Schusswaffen, aber auch Shooter-Fans werden hier kaum auf ihre Kosten kommen. Stört man die Kreaturen allerdings nicht, merkt man, dass man eigentlich kaum Schüsse abfeuern muss. Konstant Schalter umzulegen, ohne zu erkennen, wofür sie sind, mag Fragezeichen aufwerfen. Wenn dann mehrere Rätsel gelöst zusammen alle Fragezeichen mit einem Mal abhaken, ist das wiederum eine sehr belohnende Erfahrung. Die von Symbolen überfrachtete Welt kann es einem schwer machen, einen echten Sinn aus ihr zu ziehen. An jedem Ort fragt man sich, wer diese Apparaturen erschaffen hat und zu welchem Zweck. Wer über den ursprünglichen Was-geht-denn-hier-ab-Moment hinwegkommt, wird in Scorn an einem intensiven Erlebnis teilhaben können, wie man es selten zu Gesicht bekommt. Aber das ist natürlich nur unsere Meinung. Wie die Welt von Scorn auf euch wirkt, müsst ihr im besten Fall natürlich selbst herausfinden. So, das war's mal wieder mit unseren Perlen vom Radar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ingo out.
Und das war's auch schon wieder mit Game 2. Aber Vorschlag zur Güte, wir machen jetzt schnell die neue Folge fertig und ihr teilt dieses Video mit allen Leuten, die ihr kennt. Hä? Deal. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal auf dem ZDF-Comedy-Kanal bei Tommy Schmidt vorbeigucken. Der hat nämlich ein Video über die TV- und Streaming-Krise gemacht. Welche Streaming-Krise? Was ist denn das? Kann eigentlich nur ein Missverständnis sein, oder? Streaming-Käse? Käse. Streaming-Quäse. Er hat Quäse gemeint. Quäse. Streaming-Quäse, okay. Ich dachte schon. Wiederschauen. Reingehauen. Im Moment, es gibt sowas wie das Streaming-Quäse. Käse im Streaming. Das wüssten wir doch.